Jo, hallo liebe Freunde hier bei Let's Play FIFA 14 Bier Goalkeeper im Karrieremodus mit mir im Partizan LP. Es läuft immer besser mit 1860 München, aber ihr verlangt weiter, dass ich darum fragen soll, dass ich da weg kann von den Münchner Löwen. Jetzt habe ich wieder die Bitte um den Transfer angefragt. Hier kann man sehen. Er wird seine Entscheidung uns mitteilen. Das ist auch der erste Part, den ich in Ultra HD, also in 4K hochskaliert habe. Also wenn ihr wollt, könnt ihr euch das in Ultra HD anschauen auf YouTube. Nochmal schärfer, nochmal einfach detailgetreuer dieses Video. Und ich gratuliere natürlich meine deutschen Fans zum vierten WM-Titel der deutschen Nationalelf. Aber nehmt euch in Acht, Holland wird 2018 zurückschlagen in Russland. Das kann ich jetzt schon sagen. Es geht nochmal zurück, glaube ich. Boah, wie schnell ist denn der Junge? Ja, da kann ich auch nichts dafür. Ja, Wurst. Spielen wir das Spiel gegen Karlsruhe. Das Spiel war relativ ausgeglichen, also Argentinien gegen Deutschland. Wobei man sagen muss, Argentinien hat doch 200%ige Chancen liegen gelassen zum 1-0 und dann, wenn das Tor gefallen wäre, 2-0. Aber halt zweimal zum 1-0. Da hätte sich viel ändern können, wenn die das tatsächlich gemacht haben, aber hätte, hätte, hätte Fahrradkette. Deutschland hat jetzt den vierten Stern auf der Brust. Und ich kann nur nochmals gratulieren. Aber endlich fängt die Liga bald wieder an. Am nächsten Wochenende ist es zumindest in Österreich soweit. Ich bin mir jetzt gar nicht mal ganz sicher mehr, ob es in Deutschland auch in der zweiten Liga nächste Woche schon anfängt. Ich kann mich nicht mehr erinnern, nein. So stark. Wer ist denn das? Ist das Neumeier? Neumeier, aber ich glaube Krebs ist das. Krebs, 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 der da im Tor steht. Aber vielleicht sehen wir das noch. Stoppelkamp darf die Ecke treten. Der Mann für die Standards bei den Münchnern. In unserem Team zumindest. Stoppelkamp ja jetzt beim SC Paderborn in der ersten Bundesliga. Genauso wie Osako nicht mehr bei 1860 spielt. Der ist ja zum ersten FC Köln gewechselt. Und jetzt ist natürlich da vorne bei uns, da geht wieder was ab. Und Benny Laud ist nicht mehr da. Der Osako, der die Tore geschossen hat, ist auch nicht mehr da. Da muss noch ein ordentlicher Stürmer her. Aber die Münchner Amateure haben schon zwei Spiele oder ein Spiel zumindest gewonnen in der Regionalliga, Süd. Und das freut mich natürlich. Wenn ich in München wohnen würde, dann würde ich auch jedes Spiel der Amateure sehen. Ich finde, das ist fast Pflicht als Fan eines Clubs, besonders weil die Tickets günstig sind. Ich entschuldige mich, ich wurde mitten im Let's Play angerufen. Wo bin ich stehen geblieben? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe es jetzt komplett vergessen. Aber Yannick Stark versucht es mit dem Schuss aus der zweiten Reihe, aber er geht dann doch ja einen Meter vorbei am Tor des Keepers. Ah, Orlishausen ist da im Tor von KSC. Also dieser Krebs dürfte ein Verteidiger dort sein. Peitz spielt zu Jabo. Und jetzt bitte aufpassen. Kommt der Verteidiger ran? Habe ich gerade noch gesehen, dass ich da nicht eingreifen muss. Ich werde mir jetzt auch dann neue Torwarthandschuhe besorgen. Und das werden dann wieder Nike Confident sein. Die sind richtig geil. Die hole ich mir wieder. Ich bin ja nur noch Hobbyfußballer, spiele in keinem Club mehr wie früher.
vermisse ich zwar ein wenig, aber nee, das würde ich, zeitlich geht sich das nicht mehr aus. Und der Versuch, das aufs kurze Eck. Nicht ungefährlich, der stand alleine vorm Tor, hat ihn sich auch schön runtergenommen mit dem Fuß, den hohen Ball. Aber wir machen da gerade zu viele Fehlpässe nach meinem Geschmack. Aber jetzt schön auf Stahl. Und Orlishausen mit einer Glanztat. Also, wie er da die Hände noch hochkriegt. Bemerkenswert, bemerkenswert. Respekt von der anderen Torseite. Stoppelkamp darf wieder die Ecke treten. Aber wieder kommt der Ball nirgends an. Und so kommt Karlsruhe im Ballbesitz. Da hat er den Ball, glaube ich, absichtlich durchgelassen. Und jetzt müssen wir ganz sicher stehen. Tun wir auch. Ein Pass abgefangen und so holen wir auch den Einwurf raus. Und was sagt ihr das? Genau darüber wollen wir noch reden. Ich finde es unverdient, dass Messi Spieler der WM geworden ist. Meiner Meinung nach war das keine gute WM für ihn. Er hat da ein paar Weitschusstore gemacht, aber dafür hat man das ganze Spiel von, gar nichts von ihm gesehen. Robben zum Beispiel, ohne dass ich jetzt die orange Brille aufsetze, hätte es meiner Meinung nach am meisten verdient. Er hat jetzt nicht die meisten Tore geschossen oder die meisten Torvorlagen, aber er hat das holländische Team am meisten getragen und hat auch insgesamt am meisten Laufdistanz hinter sich gebracht von allen WM-Spielern. Und, oh Gott, da dachte ich schon, da klingelt es jetzt, aber es war noch ein knappes Abseits. Aber der ist am meisten gerannt, hatte am meisten Solos, hatte tolle Dribblings, hatte tolle Schüsse, hatte auch tolle Tore, muss man sagen. Aber auch ein harter Konkurrent und meiner Meinung nach der härteste Konkurrent von ihm wäre Rodriguez gewesen. Also was der wie viele Tore der geschossen hat, Wahnsinn, Respekt. Nur, dass der halt nicht so viele Spiele hatte und ich da sagen kann, okay, ist eine Ausrede, aber ja. Und dann auch noch, dass Manuel Neuer, ach kommt doch, der war niemals der beste Torhüter der WM. Da hat zum Beispiel hat Navas oder Ochoa, die haben da viel besser gehalten, finde ich, als Manuel Neuer. Manuel Neuer hat sich als Libero empfohlen und hatte zwei gute Paraden, wo er wirklich, oder zwei, drei reflexartige Paraden, die er machen musste. Aber ansonsten hat er sich nicht wirklich ausgezeichnet, meiner Meinung nach. Ochoa und Navas, die haben reihenweise Bälle aufs Tor bekommen und haben diese bravourös gehalten. Die haben alle gehalten, die sie halten mussten. Aber auch zum Beispiel der iranische Tormann hat mich komplett überrascht. Der hat in jedem Spiel toll gehalten, hat in jedem Spiel tolle Paraden gemacht, also ja, ich bin mit beiden Auszeichnungen nicht zufrieden. Oder ich zum Beispiel, warum wurden meine FIFA-Videos vom FIFA-Komitee nicht angeschaut? Ist doch FIFA 14, hallo. Wir sind im Jahr 2014, wir spielen FIFA. Warum wurde meine Bier-Goalkeeper-Karriere nicht angeschaut? So gibt es auch noch Updates. Es wird ja gerade von einer Freundin, die Malerin ist, ein neues Kanaldesign entworfen, gezeichnet und dann über Photoshop eingefügt. Was es genau wird, das sage ich euch nicht. Es wird in Schwarz-Weiß gehalten. Aber es wird dann davon T-Shirts geben. Und ich würde mich extrem freuen, wenn sich da ein paar Leute das dann kaufen würden. Weil es wird dann extrem geil aussehen. Es ist jetzt nicht so, dass das jetzt unbedingt ein Gaming-T-Shirt sein wird, sondern dass das eher ein Künstler-T-Shirt wird, das auch für Nicht-Gamer geeignet ist, für ab und zu.
Aber da gibt es dann noch mehr Informationen, da wollte ich euch nur ein bisschen spoilern. Und vielleicht habt ihr es schon gesehen, in meinem Kanalbanner, also da wo Partian-LP oben steht und meine Links drin sind, da gibt es jetzt meine Amazon-Wunschliste. Ja, jetzt denkt ihr, boah, dieser Schnorrer. Ja, es gibt Streamer und YouTuber, die haben einen Donation-Tracker, das heißt, man kann denen über PayPal Geld spenden und die kaufen sich dann etwas. Ich habe mir gedacht, ich stelle einfach meine Amazon-Wunschliste bereit und da gibt es Sachen von 1,29 € bis 4.000 Euro. Ja, 4.000 Euro ist auch was dabei. Und wenn ihr mir eine kleine Freude bereiten wollt, dann könnt ihr mir da was bestellen. Ja, da könnt ihr euch dann mal ein bisschen durchschauen, was es da so gibt. Jeder YouTuber, jeder Streamer, jeder Designer, jeder Facebook-Page-Ersteller freut sich über sowas und natürlich ich auch, deswegen habe ich da auch kein schlechtes Gewissen, dass ich sowas mache. Weil es ist kein Muss, aber ich stelle es bereit, von dem her, ja, schade, geht nicht mal die Ecke jetzt. Und es ist natürlich auch so dann, dass mir dann auch, wenn es so wäre, dass ich da was bekomme, für Gewinnspiele, für euch dann mehr Geld übrig bleibt. Weil ich gebe da doch immer recht viel Geld auch aus für die Gewinnspiele. Und dann könnte ich noch mehr ausgeben für euch. Ja, so sieht's aus. Aha. Ah ja, das erste Heimspiel der Münchner Löwen in Real Life ist dann gegen RB Leipzig, wo ich auch dann dabei bin. Und ich muss sagen, ich war ja dem Red Bull-Zeug immer relativ neutral. Das heißt, dem sah ich ja immer sehr neutral entgegen. Bobby Wood mit dem 1:0, 8. Saisontor in der 56. Minute, 1860 München 1, Karlsruhe 0, danke, bitte, wieder ein Fehler vom Tormann Orlishausen, da haben die Gegner, also die gegnerischen Torwerte, haben nacheinander Blackouts gegen unsere Mannschaft, kommt mir vor. Und jetzt kommt auch Wannenwetsch wieder mal rein für Yannick Stark und wir haben den 1:0 Vorsprung. Ich wurde vorher wieder gestört, diesmal im Zimmer. Was ich sagen wollte, worauf ich hinaus wollte, aber nachdem jetzt so viel Scheiß-Transferpolitik gemacht wurde von RB Leipzig, also als erstes einen Spieler zu Leipzig holen, den dann zu Salzburg ausleihen, weil Salzburg den in der heimischen Liga nicht bekommen konnte, das kotzt mich schon an. Und dann kaufen sie in Basel noch ein Eishockey-Team und machen den Transfer und leihen die herum. Und oh, das kotzt mich einfach an. Ich war vorher wirklich kein wirklicher Red Bull-Hasser. Mir war das einfach alles egal, scheißegal. Aber wie sich jetzt Red Bull anstellt, ein Wahnsinn. Und ich spreche da wirklich nur um diese Clubpolitik im Fußball. Woanders ist mir doch egal, in der Formel 1 und so weiter. Bei den kleinen Events oder was weiß ich, die Randsportarten, Segeln, Motocross, richtig geil, wie die da sponsern und wie was für geile Events die da machen. Aber was sie im Fußball aufführen, eine Frechheit. Weil ansonsten ist Red Bull ein toller Konzern. Vielleicht kennt ihr Wings for Life. Wings for Life ist eine Aktion von Red Bull, eine Organisation, wo sie gegen Querschnittslähmung kämpfen. Das heißt, sie entwickeln oder wollen Querschnittslähmung heilbar machen. Und das ist wieder eine richtig geile Aktion von Red Bull. Es gibt auch dann die Air Power, es ist eine Flugshow, die richtig geil ist und andere richtig coole Events von Red Bull und natürlich liebe ich auch den Energy Drink, der schmeckt einfach geil meiner Meinung nach und kein Energy Drink, auch kein Monster, mein Geschmack halt kommt daran. Oh. Zum Glück passt er den nochmal rein, der hätte jetzt voll draufziehen können.
So ist das meine Meinung zu Red Bull im Fußball. Nee, hasse ich sie jetzt. Ganz ehrlich, ich hatte schon so eine Wut jetzt in den letzten Wochen auf die. Und wenn dann Red Bull wieder, die Red Bull-Fans so sagen, ja, irgendwelche Stadien werden umbenannt. Ja, das ist Sponsoring, das nennt man Sponsoring. Da bekommt man Geld dafür von einem Sponsor, der nichts mit dem Club zu tun hat und kann nicht innerhalb von verschiedenen Sponsor-Clubs oder selben Sponsor-Clubs Red Bull und Red Bull Spieler verleihen, wie es einem gefällt. Weil stellt euch vor, bei Salzburg ist jetzt einer verletzt, sie wollen kein Geld ausgeben und bei Leipzig kommt gerade einer eh nicht wirklich zum Spielen, dann fragt der Salzburg-Trainer, ja du, Günther, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie der Trainer bei RB Leipzig heißt, ich habe da einen Spieler frei, den kann ich euch rüber schicken, das ist kein Problem, und dann sagt er, ja klar, super Idee von dir. Ach, das ist ein Wahnsinn. Okay. Alle Achtung. Und da wollte er mich am Kurzen überraschen. Hätte auch fast funktioniert. Weil ich glaube, ich war ein Stück zu spät dran, dass ich da nach rechts rüber gehe. Aber der Winkel war halt gut abgedeckt vom Tormann, von mir. Ah, der wird zu weit. Und das ist meiner. Schade, dass er ihn direkt nicht weiterspielt mehr. Und wie denkt ihr zu Red Bull? Mögt ihr Red Bull im Fußball? Mögt ihr den Energy Drink? Oder magt ihr einfach auch das Randsport-Sponsoring von Red Bull, das ich persönlich richtig gut finde? Würde mich über Feedback in den Kommentaren freuen, über Red Bull. Ich habe da euch meine Pros und Kontras von Red Bull gesagt. Eigentlich gibt es nur die Kontras im Fußball. Ansonsten ist es ein toller Konzern. Auch ein toller Chef, muss man sagen, der Dietrich Mateschitz. Der zahlt seine Steuern in Österreich und nicht wie andere Leute in der Schweiz oder in Liechtenstein oder sonst wo. Der ist bei uns angemeldet, auch wenn er sau viel, ich glaube, der muss die Hälfte an Steuern an uns abgeben. Und ist auch so immer da bei Charity-Aktionen, ist menschlich ein toller, bodenständiger Mensch. Kann ich nur so bestätigen. Okay. Nein. Oh. Glück gehabt. Glück gehabt. Jetzt habe ich wieder zu spät gesehen, dass mein Analogstick das macht, was er halt will und nicht was ich will. Gut abgegrätscht vom Gegner. 3 Minuten Nachspielzeit. Dann haben wir es geschafft und dann holen wir uns wieder. Was ist denn mit meinem Controller los? Das ist ein Wahnsinn. Dann holen wir uns wieder 3 wichtige Punkte um den Aufstieg. So, wir gewinnen auswärts wieder in Karlsruhe 1:0 durch ein Tor von Bobby Wood. Wir bekommen Torwartabschlag +2. Freut uns natürlich sehr, dass wir uns da wieder steigern. Insgesamt, ja, ein recht laues Spiel, finde ich. So. Gegen Dynamo Dresden wieder ein Auswärtsspiel. Ja, er muss die Bitte wieder ablehnen. So, wir sind Zweiter, Leute. Alle haben 18 Punkte und wir sind Zweiter in der Tabelle. Das nächste Spiel war gegen wen? Gegen Dresden, glaube ich. Wir haben keine Absicherung auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Man sieht, St. Pauli ist nur einen Punkt hinter uns. Von der Tordifferenz sind wir halt weit besser. Das freut uns natürlich. Aber ich sage mir immer, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich über Kommentare. Ich erinnere euch an mein
an meine Bitte über Red Bull da mal was zu schreiben, weil das interessiert mich persönlich richtig, richtig. Also, bis zum nächsten Mal, euer Partian LP. Tschü, Leute.